Herzlich willkommen zum Online-Gottesdienst auf den Punkt. Bloß weg! Endlich mal wieder raus aus dem Alltag, endlich mal wieder was anderes sehen. Ich glaube, nach dieser langen Lockdown-Zeit ist das eine Sehnsucht, die wir alle haben. Vielleicht kommt ihr ja gerade wieder aus dem Urlaub, denn die Pfingstferien sind ja heute zu Ende gegangen. Vielleicht müsst ihr euch aber auch noch ein bisschen gedulden, bis ihr das nächste Mal wegfahren könnt. Heute im Gottesdienst soll es auch um einen gehen, den es wegzieht. Weg aus seiner Heimat, der eine lange Reise macht, die aber ganz anders endet, als er sich gedacht und erhofft hat. Nämlich um den Propheten Jona, der lieber kein Prophet sein möchte. Ja, manche zieht es nicht nur ins Ausland für einen Urlaub, sondern manche wollen auch ihre neue Existenz im Ausland aufbauen. Und da gibt es so gewisse Ratgeber und ich habe jetzt mal einen mitgebracht. Ich lese jetzt mal den Klappentext vor. Bloß weg, ihr zweites Standbein im Ausland, heißt es. Frust bei der Arbeit, steigende Steuern und die Bedrohung durch Krisen senken zunehmend die Lebensqualität. Dabei ist es zu erwarten, dass sich die Situation in den nächsten Jahren noch weiter verschärfen wird. Durch ein zweites Standbein im Ausland gewinnen sie demgegenüber Freiheit und Unabhängigkeit. Um dieses Projekt zu verwirklichen, ist es notwendig, sich sowohl mit den Vor- und Nachteilen als auch den Anforderungen an ein Auslandsdomizil zu beschäftigen. Checklisten und ausführliche Informationen in diesem Buch erleichtern den Schritt zum neuen Domizil. Bloß weg, alles hinter sich lassen, den Stress, die Verpflichtungen, das komplizierte Leben, endlich Freiheit. Bloß weg, auf ins Auslandsdomizil. Das hat sich auch Jona gedacht. Das Wort des Herrn kam zu Jona, dem Sohn des Amittai. Mache dich auf und geh nach Ninive, in die große Stadt und rede ihr ins Gewissen. Ihr böses Tun ist mir zu Ohren gekommen. Da machte sich Jona auf den Weg, aber genau in die andere Richtung. Er wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen. Als er in die Hafenstadt Jaffo kam, lag dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Er zahlte den Fahrpreis und stieg ein, um mit den Seeleuten nach Tarsis zu gelangen. So glaubte er, dem Herrn aus den Augen zu kommen. Jona flieht. Es zieht ihn weg. Nicht, weil ihm das Leben in seiner Heimat zu kompliziert geworden wäre oder weil ihm die Steuern zu hoch sind. Nein, er hat einen anderen Grund. Gott hat ihn mit einem Auftrag betraut, der ihm so gar nicht schmeckt. Er will kein Unheilsprophet sein. Er hat keine Lust, irgendwelchen fremden Menschen schlechte Nachrichten zu überbringen und dafür von ihnen geächtet zu werden. Er möchte nicht der Buhmann sein. Deshalb will er weg. Bloß weg, weg von der Verantwortung, die Gott ihm aufgetragen hat. Also schlägt Jona die entgegengesetzte Richtung ein. Er geht nicht nach Osten, sondern nach Westen.
nach Tarsis, einem Ort im Süden Spaniens, das damals so viel wie das Ende der Welt bedeutet hat. Dabei scheut er keine Kosten. Das Fahrgeld war ziemlich teuer. Ob er sich auch Checklisten für sein neues Leben geschrieben hat? Tja, wer weiß. Seine Flucht war jedenfalls gut geplant. Weit kommt er damit aber nicht. Kurz nach der Abfahrt zieht ein Unwetter auf. Hin und her geworfen von den hohen Wellen droht das Schiff zu kentern. Jona scheint es egal, was passiert. Während die anderen um ihr Leben kämpfen, liegt er unter Deck in seiner Koje. Die Seeleute flehen ihre Götter um Hilfe an, beten und rudern so viel sie können. Und Jona? Der schläft. Auch als der Kapitän kommt, um ihn zu wecken, damit er als Hebräer seinen Gott um Hilfe bittet, tut er es nicht. Jona hat sich gegen Gott entschieden. Und auch in der Not bittet er ihn nicht um Hilfe. Er will nicht, dass Gott ihm beisteht. Er will nicht von Gott gerettet werden. Er will Gott aus den Augen kommen. Und wenn es das Letzte ist, was er tut. Deshalb macht er den Seeleuten scheinbar freimütig den Vorschlag, nehmt mich und werft mich ins Meer. Dann wird es sich beruhigen und euch verschonen. Denn ich weiß, dass es allein meine Schuld ist, dass ihr in dieses Unwetter geraten seid. Die Männer versuchen noch eine Weile, mit Hilfe der Ruder ans Festland zu kommen. Aber ja, sie wollen Jona nicht ertrinken lassen. Zum einen, weil man einfach niemanden ertrinken lässt, zum anderen aber auch, weil sie Angst davor haben, was passiert, wenn dieser Gott, von dem Jona geflüchtet ist, merkt, dass sein Bote tot ist. Aber nichts hilft, kein Rudern, keine Anstrengung. In größter Verzweiflung werfen sie also Jona in die tobenden Wassermassen. Und sofort beruhigt sich die See und die Seeleute, die vorher noch nie etwas vom Gott der Israeliten gehört haben, fangen an, zu ihm zu beten. Und Jona, den verschlingt die Tiefe. Vielleicht hat sich Jona gedacht, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt bin ich diesen unseligen Auftrag los. Wahrscheinlich zwar auch mein Leben, aber gut, dafür habe ich mich immerhin entschieden. Der hat sich da ganz schön ins Zeug gelegt, der Jona. Er hat wirklich alles versucht. Mit dem Schiff wegzufahren, den Sturm zu verschlafen, sich über Bord schmeißen zu lassen, wirklich alles. Aber es hilft nichts. Er erfährt, was der Psalmbeter meint, wenn er schreibt, wohin soll ich gehen vor deinem Geist, Gott? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten? Siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würden auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Denn Gott lässt nicht locker und schickt einen Fisch, der Jona verschluckt. Und in diesem Fisch sitzt Jona dann 3 Tage und 3 Nächte. Das ist eine lange Zeit, sich Gedanken zu machen. Darüber, wer er ist, woran er glaubt und was eigentlich wirklich zählt. Denn Jona ist jetzt wirklich am tiefsten Punkt angekommen. Von hier aus kann er nicht mehr fliehen. Am tiefsten Punkt angekommen, das ist kein angenehmes Gefühl. Es fällt leichter, in Bewegung zu bleiben, vor Dingen wegzulaufen, selbst die Zügel in der Hand zu halten und zu entscheiden, in welche Richtung es geht. Ja, so mache ich das auch manchmal. Ich erledige lieber 1000 Sachen, gleichzeitig plane dabei die nächsten Schritte und schreibe noch ein paar Checklisten, nur um nicht stehend bleiben zu müssen und innezuhalten. Denn wer weiß, welche Erkenntnis mich dann verschlingt. Andere werden eher langsam, schieben alles von sich weg, was schwer ist, lassen wichtige Dokumente zu lange liegen oder schieben Gespräche auf, bis sie nicht mehr möglich scheinen. So lange, bis die Konsequenzen über sie hineinbrechen und sie auffressen. Am tiefsten Punkt angekommen, das ist wirklich kein angenehmes Gefühl. Aber ewig wegrennen oder Dinge von sich wegschieben geht eben auch nicht. Auch den Vorschlag des Buches, sich im Ausland ein Standbein aufzubauen, wenn einem das Leben hier nicht mehr passt, finde ich nur so halb überzeugend. Oft sind es eben nicht die Gegebenheiten vor Ort, die nicht stimmen. Oft sind es unsere Gedanken oder Gefühle, denen wir lieber ausweichen. Das Vertrauen, das wir verloren haben
oder der Trotz, der uns überkommt, weil uns manches einfach nicht passt. Konstruktiv ist das nicht. Und wenn man es so sieht, auch nicht sonderlich gerecht. Denn im eigenen Abwärtsstrudel bin ich so mit mir selbst beschäftigt, dass ich alles um mich herum vergesse. Meine Umwelt, meine Mitmenschen, das Miteinander und Füreinander, in dem ich eigentlich lebe. Auf der Flucht vor mir selbst und meiner Verantwortung ignoriere ich, was andere brauchen. Ja, und Jona bekommt die Kurve. Er betet zu Gott. Vermutlich erstmal voller Ärger, dass Gott ihn nicht in Ruhe lässt. Und voller Zorn, dass er ihm so eine Verantwortung aufdrückt, dass er nicht einfach jemand anderen beauftragt. Nach einer Weile verdampft dann wohl die Wut und er dankt Gott dafür, dass er ihn gerettet hat. Jona sieht ein, dass er nicht weiter weglaufen kann. Dass es fairer ist, die Menschen in Ninive zu warnen, auch wenn er sowieso schon weiß, dass Gott es gut mit ihnen meinen wird. Am tiefsten Punkt angekommen, gibt Jona nach, kehrt um und bekommt eine zweite Chance. Nach 3 Tagen spuckt der Fisch Jona wieder aufs Land und Jona macht sich endlich auf, befreit zum Leben und zu guten Taten. In seiner Liebe zu den Menschen hat Gott Jona aufgefangen, ihn durch die Tiefe begleitet und ihn erkennen lassen: Du bist nicht allein, du wirst gebraucht. Amen. Bete. Gott, du Retter aus der Not. Manchmal sind wir trotzig und wollen lieber unseren eigenen Kopf durchsetzen. Wir sind so sehr mit uns selbst beschäftigt, dass wir gar nicht mehr mitbekommen, was um uns herum passiert. Zieh uns aus der Tiefe, Gott, und befreie uns zum Leben. Hilf uns, den Weg mit dir zu gehen und unsere Mitmenschen dabei nicht aus den Augen zu verlieren. Stärke unser Vertrauen. Amen. An dieser Stelle möchte ich mich wieder bedanken, und zwar zuerst bei unserem Musikteam für die wunderbare Musik und natürlich auch bei Christian Kurz, ohne den dieses Video nicht möglich gewesen wäre. Falls ihr unser Online-Format schätzt und gerne weitere Videos möglich machen möchtet, unterstützt uns doch gerne mit eurer Spende. Ganz einfach mit dem Link in der Videobeschreibung oder bequem mit dem QR-Code, der hier eingeblendet wird. Gebt uns auch gerne einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal, wenn euch das Video gefallen hat. Ja, dann bis zum nächsten Mal.